it's fascinating for a brand such as Dunlop to be an official partner of the AMG Driving Academy. The AMG cars are, I would say, one of the most powerful cars in the world. So we have special products developed for the AMG cars. Was gefordert ist, ist im Prinzip ein Fahrzeug, was straßentauglich ist, aber das, ich sag mal, das Blut der Rennstrecke in sich hat. We start to apply our development process. The first part of it is mainly made of simulation and virtual modeling. Ja, so ein Reifen an sich besteht ja aus vielen verschiedenen Komponenten mit vielen Materialien, die ja alle interagieren. Und die Simulation dient dazu, den Reifen zu charakterisieren hinsichtlich seiner mechanischen Eigenschaften, wie er auf äußere Lasten und auf den Kontakt zur Straße sich verhält. So we try to predict what should be introduced into the tire to meet the characteristics and the performance that AMG is expecting. Und dann müssen wir uns überlegen, welche Materialien müssen ausgewählt werden, welche Materialien müssen eventuell neu entwickelt werden. Sprechen wir von einer neuen Konstruktion oder sprechen wir wirklich von neuen Materialien, Verstärkermaterialien, Compounds, Mischungen, die hier bei diesem Projekt eingesetzt werden müssen. Und wir versuchen natürlich immer die Grenze ein bisschen weiter zu schieben, indem wir halt auch immer wieder neue Materialien einsetzen. Auch kommend aus dem Motorsport, wenn wir eine neue Mischung entwickeln, starten wir meistens im Labormaßstab, durchlaufen mit der Mischung ein Testprozedere, schauen uns die entsprechenden Messdaten an und entscheiden dann, wie wir unsere Entwicklung weiter vorantreiben. Wir haben hier gerade bei AMG auch, um diese Performance-Reifen herzustellen, eine neue Lagenkonstruktion auch entwickelt, die wir dann auch in die Produktion bringen mussten. Wir haben hier die Aufgabe, die Anforderungen von den Tyre-Designern in eine produktionsfähige Form umzusetzen. Das Ganze in 3D am Computer wird dann hinterher mit einer NC-Maschine gefräst und umgesetzt, sodass das Ganze dann später der Reifen vulkanisiert werden kann. So the tires that we develop for AMG are very unique.